begrüßen Sie mit mir Katrine Engberg aus Dänemark und Nele Neuhaus. Ihr sitzt hier. Ja, und ich bin heute so etwas wie eine moderative Beisitzerin, denn die berühmte Bestseller-Autorin Nele Neuhaus wird heute nach wie vielen Krimis, die du geschrieben hast, liebe Nele? Neun. Und zahlreichen anderen Büchern, Romanen, Jugend-, Kinderbüchern ihre allererste Moderation vollführen. Und Sie sind mit dabei. Das ist großartig. Und ich darf heute ein bisschen vorlesen, was mich auch freut. Aber eine Frage habe ich dennoch vorneweg. Wie, wann, wo habt ihr euch kennengelernt? Und warum das Ganze heute hier? Es hat, hallo, herzlich willkommen. Freut mich sehr. Wir haben uns vor einem Jahr im Frühling 19 in Dänemark kennengelernt. Und zwar auf der dänischen Krimi-Messe, die immer im Frühling stattfindet. Und es gab letztes Jahr ein Thema über deutsche Literatur und ich habe extra gesagt, wenn die Nele Neuhaus kommt, dann will ich sie moderieren. Ich spreche ja Deutsch. Und bei der Messe haben sie irgendwie nicht reagiert und ich habe gedacht, naja, wird nichts. Und dann, also so zwei Wochen vor der Messe, kriege ich ein E-Mail, ja, sie haben den Slot mit der Frau Neuhaus zusammen, vorbereiten Sie sich bitte. Und ich so, sie kommt und ich darf sie treffen. Und ich war vor meine eigenen Gespräche, also überhaupt nicht nervös, aber vor diesem Gespräch, ich habe kaum geschlafen. Nele ist eine meiner Lieblingsautoren schon seit lange und dass ich sie dann moderieren durfte, aber zwar auf Deutsch und gleichzeitig übersetzen, war schon ein bisschen anspruchsvoll, war auch meine erste Moderation. Und da haben wir uns kennengelernt und gleich super verstanden und sind dann halt Freundinnen geworden. So ist es. Und war für mich eben wunderbar, ich bin schon öfter mal im Ausland gewesen und dann weiß man natürlich nie so genau, was passiert da und mein Gott, die Leute verstehen mich nicht und ich verstehe die Leute nicht. Und dann merkte ich, Katrine kann Deutsch und zwar richtig gut Deutsch. Und dadurch wurde das für mich sehr, sehr einfach und sehr entspannt und du hast eine unglaubliche Leistung vollbracht, immer alles, ich rede sehr viel und sage sehr viel und sie muss... Das ist also eine Seelenverwandtschaft, eine literarische Seelenverwandtschaft. Ja, wirklich. Ja. Und ich glaube, es ist sogar noch mehr, weil wir uns auch menschlich sehr gut verstehen und deswegen war es mir eine Riesenfreude, dass Katrine jetzt nach Frankfurt kommt und dass ich heute Ihnen Katrine Engberg vorstellen darf und deshalb eine Frage, die ich auch immer gerne stelle, wer kennt denn Ihre Bücher noch nicht? Schau mal. Das sind alles Leute, die gleich deine Bücher kaufen werden. Wunderbar. Sehr schön, dass Sie heute hier sind und die Bücher von Katrine Engberg erstmal kennenlernen werden und möchten vor allem. Ja, jetzt haben wir gehört, also das ist quasi die Rückeinladung. Liebes Publikum, ich darf Ihnen, auch wenn Sie vieles wissen, vor allem hier in Deutschland über Nele Neuhaus, darf ich Ihnen beide Autorinnen ganz kurz biografisch vorstellen, damit Sie ungefähr wissen, in welchen Welten wir uns hier bewegen. Katrine Engberg ist Jahrgang 75 in Kopenhagen geboren, dort arbeitet sie auch. Sie hat für das Fernsehen und Theater sehr viel gearbeitet, als Tänzerin, Choreografin, Regisseurin ist sie landesweit auch bekannt und begann dann mit dem Band Krokodilwächter eine eigene Thriller-Serie. Das ist der Kopenhagen-Thriller. Das war so ein großer Erfolg, dass es auch gleich noch Fortsetzungen gab. Ins Deutsche übersetzt ist eben der Krokodilwächter und jetzt der Blutmond, den sehen Sie hier. Und ich habe gehört, im März 2020 gibt es dann auch die Glasflügel. Das ist dann der dritte Band. Aus dem Dänischen übersetzt ist das Ganze von Ulrich Sonnenberg, den ich sehr für seine wunderbare Tätigkeit danke, denn diese Krimis sind sowas von packend und ich weiß zwar, dass Katrine eine wunderbare Autorin ist, aber auch das Übersetzen, das will gekonnt sein. Erschienen ist das Ganze im Diogenes Verlag. Ja, Nele Neuhaus stammt aus Münster-Westfalen, Jahrgang 67, im Taunus ist sie aufgewachsen, offenbar
hat Nele Neuhaus diese Gegend so sehr geprägt, dass sie immer wieder drauf zurück im Prinzip reist, wenn sie ihre Bücher schreibt, ihre Krimis, ihre berühmten Taunus-Krimis. Ihre ersten Bücher, die sind im Eigendruck noch erschienen, aber es dauerte nicht lang. 2008 hat dann der Ullstein Verlag zugegriffen und ihr Ermittlerduo Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein sind berühmt. Sie gehört zu den meistgelesenen deutschen Krimi-Autoren. Die Taunus-Krimis, die kennen Sie möglicherweise auch aus der beliebten Fernsehserie und außerdem schreibt sie, weil sie selbst eine passionierte Reiterin ist, gerne Pferde-Jugendbücher. Und das unter einem anderen Namen, liebe Nele. Nein, die Jugendbücher erscheinen in der Tat auch als Nele Neuhaus-Bücher, aber ich habe eine Romanserie begonnen und da wollte ich eben den deutlichen Unterschied für meine Leserinnen und Leser machen, dass es eben keine Taunus-Krimis sind. Deswegen habe ich ein wahnsinnig geheimnisvolles Pseudonym benutzt, nämlich meinen Mädchennamen, Nele Löwenberg. Und, klingt auch schön. Ja, gerade momentan schreibe ich den dritten Band dieser Sheridan Grant-Reihe, aber wir haben uns entschieden, um niemanden zu verwirren, wird das dann unter Nele Neuhaus erscheinen und dann lasse ich das Pseudonym allmählich hinter den Kulissen verschwinden. Ja, so macht man das. Interessant. Ihre Bücher sind in 20 Ländern erschienen, also international bekannt, beliebt und wir freuen uns sehr, liebe Nele, dass du heute hier bist. Dankeschön. Und jetzt übergebe ich an dich. Ja, genau. So ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, weil ich bin natürlich keine Profi-Moderatorin wie Shelley. Ich mache das ja, wie gesagt, auch das erste Mal heute. Ich will dir darauf hinweisen. Und deswegen habe ich ein akribisches Manuskript. Ja, ich hoffe, wir kommen hin in unserer Zeit. Und ich fange jetzt gleich mal an, weil ich habe, obwohl ich Kathrine schon kenne, trotzdem in Vorbereitung dieser Stunde noch ein bisschen über sie recherchiert. Und auf der Webseite von Lovely Books steht, wirst du als neues Multitalent der dänischen Literaturszene bezeichnet. Wie gerade schon gehört, bist du Schauspielerin, Tänzerin, Choreografin, Musical-Regisseurin. Außerdem hast du noch einen Mann und du hast noch einen Sohn. Und jetzt schreibst du auch noch sehr erfolgreich Kriminalromane. Krokodilwächter und Blutmond sind bereits in Deutschland erschienen. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Und das fragst du. Also ich hab keinen Sohn. Nee, aber dafür etwa 26 Bücher in 12 Jahren oder was war das? Komm, um mich geht's jetzt nicht. Ja, wie schafft man das? Also es geht ja darum, glaube ich, und ich weiß, da sind wir gleich, du und ich, wenn man die Leidenschaft findet und entdeckt, und für mich war das so ein bisschen spät im Leben, genauso wie bei dir, ich war eben Tänzerin und es war auch eine große Freude für mich, als Tänzerin und Choreografin und Regisseurin zu arbeiten, war zwar auch immer so ein bisschen, als ob ich eine Jacke anhatte, die mir zu eng war oder nicht so ganz richtig zu mir passte. Und das heißt, als ich entdeckt habe, ich kann nicht nur schreiben für mich, ich kann Bücher schreiben, die Leute eigentlich, also die Leute lesen möchten. Ich kann davon leben. Das war so eine Leidenschaft, diese für mich richtige Jacke zu entdecken und anzuziehen und spüren, okay, hier fühle ich mich wohl. Das ist eine sehr schöne Metapher. Hast du denn, aber die Art und Weise, wie du schreibst, das macht man ja nicht, oh, jetzt schreibe ich mal kurz. Das heißt, du hast dich schon immer mit dem Schreiben ein bisschen beschäftigt? Schon, Es ist jetzt nicht so, dass dir das plötzlich mal eingefallen ist und dann konntest du das. Es war schon immer da. Weil ich lese gleich noch eine Stelle von Lovely Books vor und ich bin ein bisschen neidisch, wenn ich das lese, weil das ist wirklich fantastisch. Aber jetzt noch mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du sprichst fantastisch Deutsch. Danke. Du sprichst nicht nur gut Deutsch, sondern du kannst vor allen Dingen, du hast auch Wortwitz, du kannst Metaphern benutzen. Das heißt, dass du diese Sprache wirklich gut beherrschst. Warum? Ich habe in München gewohnt. Und zwar, als ich mit 17 mich dafür entschlossen habe, eine Tanzausbildung zu machen, bin ich dahin gezogen und habe eine dreijährige Tanzausbildung gemacht. Und es ist ja schon eine Weile her, aber das, was man mit 17 lernt, vergisst man irgendwie nie. Und das faszinierend, ja wirklich. Ja, also das heißt, als ich das allererste Mal nach Zürich gereist bin, um meinen Verlag zu treffen, habe ich echt gedacht, ich muss Englisch sprechen. Es ist ja schon so lange her. Also ganz ehrlich, das verstehe ich. Hast du die Schweizer verstanden, wenn du Deutsch kannst? Ab und zu, aber verrat denen nichts. Liest du denn auch die deutschen Übersetzungen deiner Bücher? Ich versuch's. Also ich muss sagen, meine Bücher erscheinen jetzt mittlerweile auch in
20 Länder, das glaubt man ja kaum, es ist kaum zu fassen, aber das heißt, ich sehe oft auch diese Übersetzungen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ab und zu bin ich nicht, also erkenne ich fast meine Wörter nicht in den Übersetzungen. Es ist schon also eine Art Kontrollverlust, oder? Absolut, man braucht sehr viel Vertrauen und muss halt wirklich hoffen, dass die Bücher gut übersetzt sind. Genau. Bei mir war das so, das Einzige, was ich einigermaßen noch lesen konnte, war Englisch, allerdings auch nicht so, dass ich es jetzt beurteilen könnte, aber als dann die ersten Bücher aus China, aus Japan und Korea kamen, da war es dann vorbei. Genau, also meine griechischen Bücher lese ich auch nicht, aber die deutschen schon. Und ich freue mich immer, wenn ich die deutschen lese, denn der Ulrich Sonnenberg macht nicht nur eine Übersetzung, sondern eine, he rewrites them, wie sagt man das? Er schreibt sie quasi neu in Deutsch. Ja. Und ich freue mich da immer, das ist wirklich was ganz Besonderes, was er da tut. Und das ist nämlich wirklich sehr wichtig, dass man da eben auch das Gefühl haben kann, die kommen so an bei den Lesern, wie man sie selbst geschrieben hat. Was ich zum Beispiel gerne mache, dass ich meine Bücher an Menschen verschenke, die aus diesem Land kommen und dann sage, bitte sagt mir doch mal Bescheid, wie die euch gefallen haben. Zum Beispiel russische Übersetzungen oder jetzt gerade gestern habe ich zufällig auf der Buchmesse meine lettische Verlegerin getroffen, die eben auch Deutsch kann und die mir bestätigt hat, dass sie gut übersetzt sind. Und das ist dann wirklich wunderbar. Deine Dänische sind auch gut. Dankeschön. Habe ich dir schon gesagt. Ja, oder? Das hast du mir schon gesagt. Dein erster Kriminalroman Krokodilwächter mit deinen Ermittlern Jeppe Körner und Annette Werner war in Dänemark für 4 Literaturpreise nominiert. Dabei hast du wirklich starke Konkurrenz im eigenen Land. Wir wissen ja, wir Deutschen gucken immer nach Skandinavien und denken, boah, wir würden auch gerne da erscheinen, aber Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland haben natürlich die großen Namen der Kriminalschriftsteller und da ist es wirklich sehr schwer, Fuß zu fassen. Du hast das geschafft, aber was hat dich motiviert, ausgerechnet Krimis zu schreiben? Ich komme aus einem Elternhaus, wo beide meine Eltern sind Akademiker und Intellektueller und eigentlich so relativ so kulturelitär. Entschuldigung, Mama, aber das ist sie. Dafür haben sie beide immer Krimis geliebt. Und das heißt, bei uns zu Hause gab es keinen Unterschied zwischen feine Literatur und Krimis, sondern nur zwischen gute Bücher und schlechte Bücher. Und ich bin quasi mit der Genre aufgewachsen und hab den einfach immer geliebt. Und obwohl ich darüber nicht bewusst war, habe ich wohl immer so einen Traum gehabt, eines Tages schreibe ich einen Krimi und immer davon geträumt und so ein bisschen Notizen gemacht und eines Tages habe ich es dann getan. Ja, und was fasziniert dich daran? Ich meine, du siehst auch so harmlos aus und nett und freundlich. Ja, du auch, aber ja, du auch. Ja. So ist es ja, aber wir wissen Bescheid, das oder? Das sind die dunklen Seiten in uns. Also dich sind immer die gefährlichsten, Nele. Ja, ja. Ich habe allmählich auch so das Gefühl. Das hätte ich, wenn ich dich jetzt so gesehen hätte, hätte ich nicht gedacht, dass du solche... Ja, doch, zum Teil wirklich aber das ist ja, es ist ja für Personen so wie du und ich so eine Art Hobby. Gell? Wir suchen ja immer nach neuen Methoden, Leute umzubringen. Aber so ist es, oder? Spannend, aber es ist in der Tat so. Und dabei lachen die beiden auch noch. Also das ist ja wirklich unverschämt. Also ich muss das immer so ein bisschen relativieren. Weil das klingt, wenn wir so fachsimpeln, klingt das, wenn das ein Dritter hört, sehr brutal und wirklich sehr kaltblütig. Und wir meinen das ja wir gar nicht so. Wir meinen das gar nicht so, sondern es ist wirklich so, ich glaube bei uns Schriftstellern, Krimischriftstellern ist das wie bei Ärzten oder wie bei Polizisten, man muss eine innerliche Distanz dazu haben. Völlig. Und wenn ich später mal meine Bücher nochmal durchlese, weil ich, wenn ich ein neues Buch schreibe, muss ich immer nochmal kurz gucken, worum ging es da und so weiter, dann erschrecke ich manchmal, was für eine blutige Fantasie ich habe. Und weh, also so geht es mir auch bei Lesungen. Ab und zu, also ich mache meine Lesungen nicht selber, also ich habe immer Moderatorinnen oder Schauspieler, die für mich lesen, denn so gut ist mein Deutsch dann auch nicht. Und das heißt, ich höre zu oder denke ich mir oft, habe ich das tatsächlich geschrieben? Ich bin ja furchtbar, aber ja. Aber da siehst du mal, die sind genauso furchtbar, weil die lesen das. Sie sind auch alle hierher gekommen. Wir sind alle krank. So wir sind nicht unschuldig. Mitgehangen, mitgefangen. Ja, genau. Lovely Books schreibt auch, und das lese ich jetzt hier vor, weil ich fand das wirklich so toll, die feinsinnigen psychologischen Studien zur Entwicklung ihrer Charaktere,
Kathrine Engbergs Charaktere sind absolut beeindruckend. Während die verschlungenen Handlungsstränge jederzeit logisch nachvollziehbar bleiben und fortlaufend zu überraschenden Wendungen führen. Ihre Leser begeistert die atemberaubende Spannung ebenso wie die intellektuelle Brillanz der Autorin. Das ist ein Riesenkompliment, dem ich nur zustimmen kann. Und jetzt machen wir ganz kurz. Danke. Jetzt machen wir ganz kurz mal die Gegenprobe. Wer hat denn schon was gelesen von Kathrine? Können Sie das auch bestätigen? Dankeschön, wunderbar. Danke. So, das eine haben wir jetzt schon gemacht, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Das ist ja immer so, dass man dann ein bisschen über die Fragen hinauskommt. Deswegen bitte ich die Shelly doch jetzt einfach mal eine Stelle aus Blutmond vorzulesen. Das mache ich sehr gerne. Aber in Sachen Brutalität und Abgründigkeit, also da nehmen sich die beiden, wie gerade schon rausgestellt, sehr wenig. Auch wenn sie selber immer wieder so tun, als würden sie darüber staunen. Ich möchte Ihnen ganz kurz vielleicht eine Zusammenfassung der aktuellen Bücher geben. Soll ich das mal machen? Ja, super. Nee, darf ich auch über Muttertag kurz ein paar Worte verlieren. Wenn es heute um Kathrines Literatur geht, aber einfach nur mal um die Dimension der Abgründigkeit so ein bisschen zu checken. Wir werden gleich einen Ausschnitt hören aus Blutmond von Kathrine Engberg. Worum geht es? Da wird gleich am Anfang ein Toter im Stadtpark gefunden, der ganz brutal zu Tode gekommen ist. Offensichtlich aus dem Mund blutet, verätzt ist. Und die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Obdachlosen handelt, der eine ganz kalte Januarnacht nicht überlebt hat. Aber die Obduktion, die zeigt dann, dass es sich um einen ganz berühmten und glamourösen Modezaren handelt, Alfa Bartholdi. Der ist qualvoll an der Folge von Säure, die er offenbar eingenommen hat, verreckt. Und die beiden Ermittler, die du schon genannt hast, Jeppe Körner und Annette Werner, die nehmen dann die Ermittlungen auf. Die Geschichte, die spielt während der Kopenhagener Modewoche und während einer Mondfinsternis. Deswegen auch Blutmond, vielleicht kann man darüber auch noch ein bisschen was loswerden, warum du dieses Setting dir ausgesucht hast, Kathrine. Muttertag, erschien im letzten Jahr von Nele Neuhaus, ist der 9. Fall von Pierre Kircher, von Oliver von Bodenstein, auch ziemlich abgründig. Im Wohnhaus einer stillgelegten Fabrik, da findet nämlich ein Mädchen eine halb verweste Leiche. Hier handelt es sich um den ehemaligen Betreiber des Werks, Theodor Reifenrath. Und man findet noch viel mehr Erschreckendes dort. Unter einem Hundezwinger nämlich werden neben einem fast verhungerten Hund menschliche Knochen verstreut gefunden. Ja, und es kommen noch viel mehr Schrecklichkeiten zutage. Reifenrath lebte sehr zurückgezogen, das erfahren wir dann, und hat seine Frau verloren 20 Jahre zuvor. Und man geht davon aus, dass es sich hier um einen Serienmörder handelt. Ob es so tatsächlich ist oder nicht, das wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Also das hat es auch durchaus in sich. Jetzt aber zu Blutmond. Wir werden die beiden Ermittler jetzt kennenlernen, Jeppe und Annette. Das sind nicht die großen Superhelden, die haben auch so ihre Problemchen, ihre Krisen. Und wir steigen ein in einer Szene, in der wir erfahren, dass Annette offenbar ein bisschen gesundheitliche Probleme hat und die ihr auch wirklich zu schaffen machen. Jeppe wiederum hatte im Krokodilwächter im ersten Band eine schwierige Zeit, nachdem er von seiner Frau verlassen worden ist. Aber jetzt scheint er sich ein bisschen berappelt zu haben und hat eine Affäre mit einer jungen Australierin und ist eigentlich ziemlich guter Dinge. Ja, und alles Weitere werden Sie jetzt in diesem Leseausschnitt erfahren. Leck mich. Die Polizeiassistentin Annette Werner sah auf ihre Uhr und überlegte, das Projekt zu verschieben. Es war bereits 8 und sie hasste es, zu spät zu kommen. Den ganzen Morgen war sie schon knapp dran. Sie war mit Svens insistierender Morgenerektion in ihrem Hinterteil aufgewacht und hatte kaum Zeit für eine ordentliche Dusche, geschweige denn ein Frühstück gehabt, bevor sie aus dem Haus kam. Aber sie konnte es nicht länger aufschieben. Annette stellte die Parkscheibe ein, warf die Wagentür hinter sich zu und betrat die Steno-Apotheke.
Die Apotheke war ungewöhnlich leer, sie ging sofort zu einer der Kassen. Guten Tag, ich hätte gern ein Blutdruckmessgerät. Haben Sie eine Nummer gezogen? Die Frau hinter der Theke sah sie durch ihre kräftigen Brillengläser streng an und druckte weiter Etiketten aus. Aber hier ist doch sonst niemand. So wird das aber bei uns gemacht. Annette ging zum Eingang, zog eine Nummer aus dem Apparat und ging mit dem Zettel zurück zur Kasse. Hier. Ich muss Sie erst aufrufen. Wenn Sie bitte einen Schritt zurücktreten und auf die Nummern an der digitalen Anzeige achten würden, danke. Annette spürte, wie sich ihr Puls beschleunigte. Wenn Frau Apothekerin sie nicht bald bediente, würde sie ihr persönlich den Nummerndrucker so tief in ihren stramm Apothekerinnen-Arsch schieben, dass sie die ganze Woche Zettelchen schiss. Nach einer vollen Minute drückte die Apothekerin Annettes Nummer und sie durfte 499,95 dänische Kronen für ein vollautomatisches elektrisches Blutdruckmessgerät mit der dazugehörigen Gebrauchsanweisung bezahlen. Die Ermahnung, ihren Hausarzt zu konsultieren, erhielt sie gratis dazu. Als Annette die Apotheke verließ, war ihr Blutdruck so hoch, dass sie im Auto 5 Minuten stillsitzen musste, bevor sie es wagte, den Apparat auszuprobieren. Füße parallel stellen, Arm locker lassen, kein Stress. Die Manschette entleerte sich und sie schielte auf das Display der Maschine. 172:118, das war eindeutig zu hoch. Ihr Hausarzt hatte sie stets mit der Versicherung nach Hause geschickt, dass sie stark wie ein Bär sei. Aber jetzt würde er sie nicht einfach mit einem Klaps auf die Schulter aus der Praxis entlassen. Annette legte das Messgerät zurück in den Kasten. Vorerst musste es im Auto bleiben. Das Handschuhfach war gerade groß genug. Außer Atem und mit hochroten Wangen stürzte sie kurz darauf in das Büro, das sie sich mit Jeppe Körner im Polizeipräsidium teilte, und schälte sich aus Mantel und Halstuch. Der dunkle, hohe Korridor, der die Büros der Abteilung für Gewaltkriminalität Sektion 1, gemeinhin Mordkommission genannt, miteinander verband, war verlassen und still. Leer wie ein russisches Winterpalais. Und hatte tatsächlich auch ebenso kalt. Ich wusste gar nicht, dass wir erst im Laufe des Vormittags zum Dienst antreten müssen. Ist das so eine Art Schichtwechsel, von dem ich nichts mitbekommen habe? Wenn das ein Witz sein sollte, war er nicht lustig. Nach seinem ewig langen Urlaub musste Jeppe sie jedenfalls sicher nicht maßregeln. Wenn du so pünktlich hier warst, hättest du uns wenigstens ein Croissant zum Frühstück mitbringen können. Annette knöpfte ihren Cardigan auf und konstatierte dann, dass es zu kalt war, um so da zu sitzen. Ich hatte unterwegs noch was zu erledigen. Und ja, ich hatte einen guten Morgen, danke der Nachfrage. Ich hab nicht gefragt. Eben. Annette blickte auf das alte Quecksilberthermometer an der Wand. 15 Grad. Jeppe schien das nicht zu stören. Sie ging in die Hocke und fummelte am Heizkörper. Im Übrigen ist das keine gute Idee mit dem Croissant, Annette. Das ist nicht gut für uns. Nicht gut für mich, meinst du wohl? Annette hob den Kopf und blickte ihren Partner mürrisch an. An manchen Tagen war sein erhobener Zeigefinger einfach unerträglich. Weißes Mehl ist einfach ungesund. Liest du denn keine Zeitung? Jeppe bürstete unsichtbare Partikel von seinem Pullover und inspizierte seine Handflächen. Um Gottes Willen, komm mir jetzt nicht wieder mit deiner Ernährungspredigt, Jeppe. Ich bitte dich, es ist schon Strafe genug, dass ich den ganzen Tag mit dir in diesem Büro eingesperrt bin. Sie richtete sich wieder auf und schaltete ihren Computer ein, um Polsas zu starten, das veraltete Berichtssystem der Polizei. Ich gehe kurz in die Küche, ich sterbe vor Hunger. Sie fand im Kühlschrank eine Packung Toast und Salami und schmierte sich ein paar Brote. Es war leicht, schlank zu bleiben, wenn man mit einem 24-jährigen Veganerin in Australien herumzog und sich nur von Luft und Liebe ernährte. Als sie zurückkam, hatte Jeppe die Hände hinter dem Kopf verschränkt und die Füße auf den Schreibtisch gelegt. Sie ließ sich auf ihren Stuhl fallen und balancierte dabei auf jeder Hand ein Salamibrot. Eine Scheibe fiel jedoch auf den Tisch. Annette hob sie rasch auf und stopfte sie sich in den Mund. Jeppe wandte den Blick ab. Da du die morgendliche Besprechung verpasst hast, weißt du vermutlich noch nichts über den toten Obdachlosen von heute Nacht? Nein, was ist passiert? Annette schob ihren Bissen in die Backentasche, um artikulierter zu klingen. Ein Samstagsopfer?
Es war zwar Donnerstag, doch sie bezog sich damit auf die Wochenendsäufer, von denen im Winter immer mal wieder einer draußen in der Kälte erfror. Tja, sieht so aus, ich hab's mir angesehen, aber Nibö meinte, es sei nichts für uns. Heute Nacht? Wo? Im Östitzpark, auf dem Spielplatz, an der Farimagsgade. Die Tür wurde geöffnet und die Polizeikommissarin steckte ihren Kopf herein. Geht es einigermaßen mit der Temperatur? Annette ließ ein Brrr hören. Ja, schon ziemlich übel. Körner, kommst du mal bitte in mein Büro? Die Polizeikommissarin schloss die Tür, ohne eine Antwort abzuwarten. Jeppe und Annette sahen sich an. Was sie wohl will? Jeppe stand auf. Hoffentlich etwas, das uns hier herausbringt. Annette erhob sich ebenfalls und ging auf die Tür zu. Ich muss nur noch mal für kleine Mädchen, dann bin ich bereit, sofort loszustürmen. Sie tat, als ziehe sie an einem Truckerhorn und gab ein Tuten von sich. Jeppe schien sich zu überlegen, ob er die Flucht ergreifen sollte, bevor sie zurückkam. Vielen Dank, Shelley. Und ja, jetzt haben wir mal reingehört. Wir haben deine Hauptfiguren kennengelernt, den Jeppe und die Annette. Und wir haben vor allen Dingen auch deine Art und Weise zu schreiben mitbekommen. Du schreibst, bringt einen dann zum Lachen. Und das finde ich so großartig, wenn es um was ganz Ernstes geht, wie in einem Krimi, wo es um Mord und um Totschlag geht, wenn man trotzdem zwischendurch immer mal kurz schmunzeln oder innehalten kann. Und du bist eine Meisterin darin. Du machst das wirklich, du streust das da rein. Du hast auch eine sehr... manchmal extrem direkte Sprache, die dann wieder ganz anders ist als die Sprache, in der du den Rest des Buches schreibst. Und das fasziniert mich sehr. Vor allen Dingen machst du aber eins, was mir sehr gut gefällt. Deine Figuren entwickeln sich von Buch zu Buch weiter. Du erzählst sie weiter, aber nicht nur deine Ermittler, sondern wir begegnen in Blutmond mit Esther De Laurenti und Gregers Hermanden. Entschuldigung, wahrscheinlich spricht man die in Dänisch anders aus. Auch zwei Nebenfiguren aus Krokodilwächter wieder. Was es dem Leser leicht macht, sich in deinen Büchern wiederzufinden und wohlzufühlen. Warum machst du das? Also ich werde sie irgendwie nicht los. Das ist, es ist so, diese Esther De Laurenti, die eine Art Hauptfigur im Krokodilwächter ist, die ist eigentlich die erste Charakter, die bei mir irgendwie so eingezogen ist. Noch vor den Ermittlern? Bevor den Ermittlern, okay. Ja. Und es war ganz plötzlich, es war eines Tages bin ich spazieren gegangen mit meiner Familie in einem Gegend, den ich nicht kenne und bin einem Haus vorbeigelaufen und habe dort so diesen Namensschild an der Tür gesehen und es hieß die Familie Laurenti und dieser Name hat irgendetwas in meinem Gehirn so puck gemacht und diese Frau, diese Esther De Laurenti, eine ältere Literaturprofessorin, die jetzt auf die Rente gegangen ist, ist bei mir sofort eingezogen, also oben. Das heißt, als du den Namen gesehen hast, hast du plötzlich gedacht, diese Frau, sieht Esther für mich aus, obwohl du sie in Wirklichkeit natürlich gar nicht kennst. Nee, aber für mich war sie plötzlich quasi lebendig und ich wusste sofort, diese Frau, die ist, hat kurze rote Haare, zwei Hunde. Sag mal, wie sie heißen. Nee, ich liebe die Namen von den Hunden. Ach so, ja, ich dachte nur, welche Rase. Sie hat einen Mops und einen anderen Mops. Genau, und ich habe jetzt mittlerweile erfahren, wenn das in Pluralis auf Deutsch sagt, dann heißt es auch was anderes. Das wusste ich aber vorher nicht. Das habe ich bei einer Lesung dann entdeckt. Ich wollte dich jetzt auch nicht in die Falle locken, aber ich finde die Namen von diesen Hunden so gut. Und die zwei Hunden heißen Doxa und Episteme, also etwa Vernunft und Gefühl. Auf Griechisch. Ja, fand ich auch eine ganz tolle Idee. Nicht Struppi oder Bello, sondern sie hat ganz besondere Namen. Ja, ja und die ist so diese Frau, also ich habe sie irgendwie so sofort gekannt und auch irgendwie geliebt. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber das ist so, diese Charaktere, die sind ja nicht für uns lebendig. Wir sind ja nicht, so krank sind wir auch nicht. Aber es ist nah dran. Aber es ist nah dran. Ja. Und deswegen ist es auch, wir haben auch drüber sehr oft besprochen so oder gesprochen, ist es einsam zu schreiben? Eigentlich schon, man schreibt ja alleine für sich, aber wenn man da am Schreibtisch sitzt, dann hat man ja diese ganze Charaktere, die spielen ja rum, die machen Sachen und also
ich weiß, wir erfinden es, es kommt ja von uns, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an. Und eben diese Frau an dem Tag, als ich diesen Namensschild gesehen habe, war für mich einfach lebendig. Und ich kann sie ja nicht einfach umbringen, oder? Ja, auf jeden Fall jetzt noch nicht. Jetzt noch Vielleicht nicht. Bei Band 16. Ja, ja, genau. Ja. Dass du dann Platz schaffst. Und aber ich kann das gut verstehen, weil ich habe auch oft in meinen Krimis Nebenfiguren, die Figuren, die in diesem Band natürlich wichtig sind, die ich so gerne mag, dass ich mir schon öfter überlegt habe, vielleicht schreibe ich mal einen Spin-off, in dem dann diese Figuren weitererzählt werden, aber leider fehlt mir dazu die Zeit, weil die Krimis wollen ja auch weitergeschrieben werden. Insofern genau. Ist das vielleicht etwas, was später mal kommt. Aber es liegt ja auch daran, was empfindet man eigentlich als spannend? Und ich muss sagen, also Brutalität und Gewalt und so, es gehört zur Genre dazu. Ja. Aber darin liegt die Spannung nicht für mich an sich. Es liegt auch da. Aber was zwischen Menschen passiert und wie sich Menschen entwickeln, ist für mich unheimlich spannend. Also ich finde einfach Menschen, also ich bin neugierig auf Menschen. Und das weiß ich, dass du auch ja, bist. Das, das liest man einfach auch in deine und Bücher. Und das ist nämlich genau eine Frage, die hast du jetzt eigentlich schon mit beantwortet, wie die Figuren, wie du die ersinnst, aber es geht dir ähnlich wie mir, dass die Figuren quasi begegnen. Ja, du suchst genau. Gar nicht unbedingt aktiv nach denen, weil das ist auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Wie plant man, wie macht man einen Plot? Aber es ist eben so, man kann einen Krimi nicht wirklich am Reißbrett planen. Nein. Man kann natürlich sich überlegen, was will man machen und über was will man schreiben. Und dazu gehört dann natürlich auch viel Recherche. Aber die Figuren selbst, die kommen eigentlich aus dem täglichen Leben, wenn wir jetzt über die Straße gehen, wenn wir irgendwas erleben, mit jemandem reden. Und das ist schön, dass das dir auch so geht. Eine Frage, Alpha, wie spricht man den Namen aus? Alpha Bartholdy. Alpha Bartholdy, schon, ja. Ein irrer Name. Ist Alpha ein gebräuchlicher Name in Dänemark? Nein, aber ich kenne jemanden, der Alpha heißt, aus der dänischen Modeszene. Er hat sich zwar auch wieder erkannt im Buch und nicht unbedingt erfreut, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, ja. Die wollen wir dann hier nicht vertiefen, sondern das nächste Mal. Wer von deinen Figuren ist deine absolute Lieblingsfigur? Ich liebe sie alle. Ich liebe sie wirklich alle. Das ist eine wirklich diplomatische Antwort einer Mutter, die mehrere Kinder hat. Aber ja? So ist es ja auch. Das ist so im Zusammenspiel. Ja, das weißt du auch wichtig. Genau. Und es ist ja auch so, dass genauso wie wenn man träumt, da sind die ganzen Figuren, die im Traum vorkommen, sind ja auch irgendwie Versionen von ihnen, also oder von einem selber. Sie sind irgendwie so Abdrücke also wenn ich von meinem Mann träume, ist es ja meine Version von ihm. Und genauso ist es, wenn man schreibt, finde ich, diese Charaktere sind ja auch alle irgendwie Abdrücke von mir. Also der Jeppe Körner ist schon so ein bisschen Moment, nervig. Stopp mal, ach so. Die nächste Frage kommt erst. Ach so, Entschuldigung. Weil ich habe mir auch wortwörtlich aufgeschrieben und jetzt eine Frage, die ich persönlich immer hasse, aber ich stelle sie dir trotzdem. Wie viel Katrine steckt in deinen Figuren oder Geschichten? Gibt es da Autobiografisches in deinen Büchern, abgesehen davon, dass sie dort spielen, wo du lebst, nämlich in Kopenhagen? Ja. Okay, fertig. Nee, aber genau. Es ist nämlich so, zum Beispiel, also für mich ist es unheimlich wichtig, dass die Charaktere sich authentisch anfühlen. Also sie müssen als Menschen empfunden von ihnen als Menschen empfunden werden. Und das heißt, ich kann keinen Ermittler haben, der ein Hero ist. Ich will keinen Mann, der super macho und immer alles sofort gleich löst, sondern einen Mann, der auch vielschichtig ist und der auch das hört man vielleicht bei dieser Lesestelle nicht so, aber der ist auch einfühlsam und nachdenklich und er kann auch intuitiv sein und eben auch ein bisschen neurotisch, so wie ich. Zum Beispiel habe ich so eine Bakterienphobie. Ich bin wirklich nicht stolz drauf. Das ist so blöd. Aber ich muss jeden Tag ganz oft meine Hände waschen. Und wenn du mir ein Glas gibst und so anfasst, dann trinke ich nicht davon. Und das ist furchtbar. Also wirklich, ich schäme mich darüber. Und vielleicht deswegen habe ich meinen armen Ermittler diese blöde Neurose weitergegeben. Das hat er von mir. Ja. Klasse, sehr interessant. Sag mal, darf ich mich kurz einklicken und fragen, glaubt ihr eigentlich als zwei wirklich unglaublich erfolgreiche Kriminalautorinnen, dass Frauen anders Krimis schreiben als Männer?
Ja, schon. Ja, ja. Ich denke schon, dass wir das anders machen. Dass vielleicht emotionaler ist jetzt das falsche Wort, aber ich denke, dass wir unseren Figuren mehr, also ich habe eigentlich noch keinen Krimi, der von der Frau geschrieben ist, gelesen, wo die Ermittler total abgewrackt waren oder Alkoholiker waren. Ich glaube, wir Frauen haben immer noch so ein bisschen halten immer noch so die sozialen Bindungen unserer Kommissare aufrecht. Und wir machen das, glaube ich, nicht ganz so brutal und konsequent, dass wir die wirklich auf den Boden gehen lassen, wie es eben viele männliche Kollegen von uns machen. Und was mir oft einfällt, und bei deinen Büchern besonders, ich traue mich fast nicht zu sagen, aber Frauen schreiben mit ganz viel Humor, auch wenn es um Krimis geht. Und ich sage nicht, dass unsere männlichen Kollegen das nicht machen, aber bei Frauen ist es wirklich ausgesprochen auch dieses Augenzwinkern, ne?